profitieren und natürlich auch die Praxis, Millionen Patientinnen und Patienten. Und deswegen bin ich so froh, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich setze auf Sie, dass Sie uns lange gesund halten. Für die Wissenschaft ist KI ja ein wirklicher Analysebooster. Riesige Datenmengen lassen sich damit auswerten. Wir können Themen ganz neu angehen und auch Probleme lösen, die wir vorher nicht lösen konnten. Diese Kombination aus Wissenschaft auf eine Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht und eben auch aus den Daten, sie eröffnet so viele Türen, weil auch so viele Faktoren zusammenspielen und wir jetzt das ganze System besser verstehen können. Wir verstehen Schwarmintelligenz bei Fischen zum Beispiel besser, die komplexe Struktur von bisher unbeschriebenen Proteinen und auch eine der größten Herausforderungen in der Medizin, nämlich die Frage, wie können wir den Krebs bekämpfen. Und der Stephen Hawking hat schon vor mehr als 20 Jahren gesagt, ich denke, das nächste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Komplexität sein. Und ich glaube, das spüren wir alle in unserem Leben. Und KI ist da eine richtige Chance, mit dieser neuen Art der Komplexität auch umzugehen. Das eröffnet der Medizin viele Potenziale, Krankheiten, die Vielschichtigkeit besser zu ergründen, schnellere, präzisere Diagnosen stellen, hochspezialisierte Arzneien und Therapien entwickeln. All das kann KI beflügeln. Deutschland hat eine große Medizingeschichte. Ich komme aus Hessen, auch da ist natürlich aus einer Apotheke ein weltweiter Konzern entstanden. Deutschland hat eben diese Geschichte. Und jetzt geht es darum, dass wir mit dieser Ambition auch den Einsatz von KI nutzen und mit Ehrgeiz eben auch diese Geschichte weiterentwickeln. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir zusammen daran arbeiten, dass wir nicht Getriebene sind in dem Bereich, sondern Treiber sein können, dass wir nicht nur passive Nutzer sein können, sondern wirklich Gestalter dieser Zukunft sind. Entscheidend ist natürlich, wenn wir KI nutzen wollen, der Umgang mit unseren Gesundheitsdaten, denn ohne sie keine KI, Sie wissen das, die Modelle sind wie Kinder, die müssen lernen, die müssen Stoff bekommen, den sie verarbeiten können und die KI-Systeme brauchen diese Daten. Je mehr Daten also zur Verfügung stehen, hochwertig und repräsentativ, desto besser können unsere KI-Systeme lernen, können wir sie unterstützen. Und deswegen sollten wir genau an diesem Punkt auch weiter arbeiten. Das heißt, Datenschutz und Datensicherheit wahren, zum Beispiel durch die Anonymisierung von Daten und zugleich den Zugang ermöglichen, das heißt für Forschung und für Praxis. Vielerorts wird ja noch in Papierform gesammelt, leider, das haben wir während Corona gesehen. Oder wenn elektronisch gesammelt wird, dann die Daten silos, separiert, abgeschnitten, inkompatibel. Umso wichtiger ist es, dass wir gute Ansätze stärken, die bereits da sind, dass wir unterstützen, auch als Ministerium, zum Beispiel mit der Medizininformatik-Initiative oder das Netzwerk Universitätsmedizin, Silos überwinden und den rechtlichen Rahmen, den müssen wir natürlich auch wirklich ausschöpfen, deshalb das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Unser gemeinsames Ziel ist und muss es auch sein, mehr Daten für die Forschung, mehr Daten für das Trainieren von KI wirklich nutzbar machen. Und damit steckt ja auch ein großer Mehrwert für die Wirtschaft. Forschung ist ja das eine, aber die praktische Umsetzung ist natürlich das andere. Medizinische Geräte, Arzneien, neue Therapieformen, therapeutische Hilfsmittel. Überall sind die Hersteller auf gute Daten angewiesen. Und je mehr wir zur Verfügung stellen, desto größer sind die Chancen auch auf innovative Technologien, auf neue Geschäftsmodelle und dann auch auf den Markterfolg von diesen guten Ideen. Und das bedeutet auch Wertschöpfung made in Germany. Auch das ist etwas, was wir brauchen. Und das heißt aber auch zugleich Standards made in Germany, um damit einen der wichtigsten Faktoren überhaupt zu unterstützen, den wir brauchen bei der Umsetzung, nämlich das Vertrauen der Menschen. Innovativ, sicher und vertrauenswürdig, das ist ein USP, den wir in Deutschland, den wir in Europa haben. Und deswegen müssen wir die Maßstäbe in der KI für die Medizin sein. Und wenn Vertrauen da ist,
dann kommen auch besser interaktive Technologien zum Zuge. Und je mehr Interaktion auch wieder ist mit den Betroffenen, umso mehr Daten haben wir dann ja auch für die Trainingsgrundlage im medizinischen Alltag. Sie kennen das besser als ich, Smart Wearables zum Beispiel. Ich habe es heute nicht an, aber ich habe es auch. Oder niedrigschwellige Gesundheits-Apps, die uns begleiten oder auch unterstützen. Sie erheben kontinuierlich Daten zu Symptomen in klinischen Settings, aber auch bei uns direkt zu Hause im Alltag. Unser Ministerium, mein Ministerium, fördert die Forschung und Entwicklung solcher Technologien bereits seit mehreren Jahren. Und es ist aber ein großes Anliegen, die Anwender und Anwenderinnen von Beginn an mit einzubeziehen. So bleiben wir A, zum einen nah am Bedarf, aber gleichzeitig erhöhen wir auch die Akzeptanz für diese Technologien. Und Akzeptanz ist für mich eines der wichtigsten Stichworte für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wir brauchen eine Kultur des Datenteilens, eine Kultur, in der Patientinnen und Patienten den großen Mehrwert des Datenteilens auch erkennen und bereit sind und ihre Daten selbstbestimmt zur Verfügung stellen. Auch dazu fördern wir Projekte, zum Beispiel im Rahmen der nationalen Dekade gegen Lungenkrebs. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung, sie nimmt im Augenblick so viel Tempo auf. Ich finde das wirklich gut und positiv. Und wir alle können gemeinsam daran arbeiten. Ich finde, lassen Sie unsere Ambitionen nicht klein sein. Wir brauchen große Ambitionen. Setzen wir volle Kraft auf Innovation, weil es A, den Wohlstand hebt, aber noch viel wichtiger, weil es für die Gesundheit unserer Menschen einen Mehrwert macht. Und deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind oder die letzten zwei Tage da waren und dass ich heute hier sein darf, dass wir zusammen an diesem Thema arbeiten. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen.